Es gibt viele Gründe, nach Hamburg zu ziehen. Milonga, schöne Menschen und argentinisches Essen gehören dazu, finden zumindest die Tango-Tänzer in der Hafen-City. Sich selber fühlen, den anderen fühlen, einfach im Gefühl sein. Also was Besseres gibt's einfach nicht. Lebensfreude und Vergnügen, Bewegung mit Jungbleiben. Die Tango-Tanzschule Schokolade lädt regelmäßig bei freiem Eintritt zur Milonga. Deren Chef Marcelo Soria ist Argentinier und blieb nach einem Tango-Auftritt der Liebe wegen in Hamburg. Das war vor 16 Jahren. Wenn ich habe hier am Anfang angekommen, war ein so großer Unterschied zwischen meiner Kultur und wie die Leute normalerweise hier sind. Dieser Zurückhalt, viele Jahre Erziehung, jetzt die Leute küssen sich, tanzen kuschelig. Marcelo ist ein international bekannter Showtänzer. Mit seiner Partnerin geht er regelmäßig auf Tournee. Gemeinsam leiten sie auch die Tanzschule. Doch er und Veronica Villarroel sind nur beim Tango ein Paar. Einige Leute sagen, oh, das ist so Machismus und so. Nein, nein, gar nicht. Männlichkeit. Also Herren hier muss mehr männlich sein und Ladies mehr Frauen. Und meine Tanzpartnerin sagt immer, dass Tango Argentino ist ein Herzschlag, aber vier Beine tanzen. In ihrer Heimat Argentinien macht ihnen das schnelle Schmelzen der Gletscher Sorge. Deshalb hoffen sie, dass der Klimaschutz beim G20-Gipfel eine ebenso wichtige Rolle spielen wird wie für sie der Tango. Es ist mein Beruf, aber gleichzeitig ist mein Leben. Und weil es meine Welt ist, dann kommt die Liebe auch dadurch. Und die Liebe kann bleiben oder wieder vorbeigehen. Ja? Aber ich bleibe immer noch mit meinem Tango. Alle Leute sind verrückt nach Tango. Besonders in Hamburg, ne? Wo es mittlerweile 23 Tango-Tanzschulen gibt. Wenn ich noch mal als Mann auf die Welt komme und suche schöne Frauen, dann würde ich tanzen lernen, und zwar Tango. Ein Schritt in die richtige Richtung. Tango-Stunden unter freiem Himmel. Genau wie in Buenos Aires. Dann klappt es vielleicht auch mit der internationalen Verständigung. Wow,